Ein ganz wichtiger Tipp, wenn ihr auf Events geht, labert die Leute nicht zu. Nicht jedem interessiert deine ganze Vorgeschichte. Zwei wichtige Tipps für dich, wenn du auf Events gehst, um da den bestmöglichen Mehrwert rauszuholen. Auf der einen Seite wirst du Leute treffen, von denen du mega viel lernen kannst. Aber nur, wenn du Fragen stellst. Wenn du da auf jemanden zugehst und sagst, 1903 hat das alles angefangen. Und dann laberst du deine ganze Story, deine Geschichte runter und du hast am Ende nichts gelernt und der andere kotzte im Quadrat, weil er das nicht wissen wollte. Wenn jemand also mehr Erfolg hat als du und du weißt das schon vorher, stell dich nett vor, fang das Gespräch mit irgendeinem coolen Aufhänger an, um das Eis zu brechen und dann stell Fragen. Und dann noch wichtiger als die Fragen stellen, auch zuhören danach. Manche denken nur, weil sie ein paar rhetorische Tricks drauf haben, stellen sie irgendwelche Fragen, labern die Leute aber dann trotzdem zu. Ich hätte kotzen können gestern, als ich da auf solche Leute getroffen bin. Versteh mich nicht falsch, Netzwerken ist cool, auf Leute zugehen ist cool und ich freue mich auch, wenn ich mit anderen sprechen kann, die guten Mehrwert bieten oder einfach mal ein gutes Feedback abliefern. Aber einfach nur dieses stumpfe Zugelaber ohne Punkt und Komma und ohne eine Pause, wo du nicht mal zwischenfragen kannst und nicht mal sagen kannst, wollen wir nicht mal was Produktives aus dem Gespräch machen? Da kommt man ja gar nicht mehr zu immer. Und das geht mir einfach auf die Eier irgendwann. Also, das ist auf jeden Fall Punkt 1, den du dir merken solltest. Nicht zulabern, Fragen stellen, zuhören. Das läuft. Eine andere Sache, die mir auch aufgefallen ist, als ich da ein paar Speaker gehört habe, jetzt bei den Partner Marketing Days. Wenn ein Speaker so einen Pitch macht und dann nach ein bisschen Content sein Produkt anbietet, er sagt da, ja, und dann schreibt meinen Support an, wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt. Und aus Erfahrung weiß ich einfach, dass manche überhaupt keinen Support haben. Wo ich mir dann denke, ja, man müsste erstmal einen Support haben, bevor man den anschreiben kann. Also manche echt so. Ja, und da ist mir einfach wieder klar geworden, wie geil mein eigener Support ist, den ich aufgebaut habe seit 3,5 Jahren. Und ja, und das halte ich auch einfach wichtig, so einen Support zu haben, damit auch jeder Partner und jeder Kunde den besten Mehrwert bekommt. Und von daher, wenn du ein eigenes Produkt machst, denk daran, mach Support und laber nicht nur drüber.